Liebe Freundinnen, liebe Freunde, herzliche Grüße aus Heilbronn. In dieser Stadt, in dieser Region, durch die die Frankenbahn führt, zeigt sich die ganze Absurdität der deutschen Verkehrs- und insbesondere auch der deutschen Bahnpolitik. Diese Strecke ist eine Strecke des Bundes, sie ist überlastet. Das führt zu Verspätungen der Züge. Nachts und morgens stauen sich die Güterzüge. Das Land Baden-Württemberg hat diese Strecke beim Bund zum Ausbau angemeldet. Der Bund hat diesen Ausbau abgelehnt mit der Begründung, das sei nicht notwendig. Dieselbe Bundesregierung hält es aber für notwendig, einige Straßen, Umgehungsstraßen entlang dieser Bahnstrecke aus- und neu zu bauen. Und das ist wirklich absurd, solche Schwerpunkte zu setzen. Diese Absurdität zeigt sich auch an anderen Stellen in der Republik und leider auch in Baden-Württemberg. Beispiel Bodensee-Gürtelbahn. Eingleisig, nicht elektrifiziert, geringes Potenzial für zusätzliche Züge, trotz großer Fahrgastnachfrage, vom Land beim Bund zum Ausbau angemeldet, vom Bund abgelehnt. Der Bund baut aber stattdessen parallel zu dieser eingleisigen, nicht elektrifizierten Bahnstrecke eine neue Bundesstraße. Und genau hier zeigt sich, wo der große, große Handlungsbedarf in der Verkehrspolitik steht. Und wenn dieser Handlungsbedarf nicht erfüllt wird, dann lassen sich auch Klimaziele im Verkehrsbereich nicht erreichen. In Deutschland ist jedes Haus durch eine Straße erschlossen. Wir haben aber über 100 Mittelzentren mit Millionen von Menschen ohne einen Bahnanschluss. Und deswegen ist dieses Thema anzupacken und zu verfolgen und energisch hier zu bauen und zu investieren, so, so wichtig für alle Ziele von Verkehrsverlagerungen und Klimaschutz. Und ich bin sehr froh und glücklich, dass ich für die Grüne Bundestagsfraktion ein neues bahnpolitisches Konzept erstellen durfte, das zusammen mit Fachleuten gemacht wurde und dann von der Bundestagsfraktion einstimmig beschlossen wurde. Wir wollen, dass die Deutsche Bahn als bundeseigenes Unternehmen sich wieder stärker auf ihr Kerngeschäft konzentriert. Das ist die Eisenbahn in Deutschland und natürlich gerne auch im benachbarten europäischen Ausland. Wir wollen, dass die Infrastruktur, Schiene, Bahnhöfe gewinnfrei geführt werden und nicht mehr wie heute Gewinne eingefahren werden müssen. Wir wollen die Infrastruktur ausbauen. Wir wollen sie leistungsfähiger machen, damit mehr Verkehr auf der Bahn statt auf der Straße auch wirklich möglich wird. Und wir wollen auch entsprechend Gleise elektrifizieren, Schiene elektrifizieren, damit auch es sich bei der Bahn eines Tages ausgedieselt hat, genauso wie wir das auch im Bereich der Straße wollen. Wir wollen den Deutschlandtakt umsetzen, das heißt dichtere Taktangebote, die besser miteinander verknüpft sind für die Fahrgäste, damit sie gesichert umsteigen und schneller an ihr Ziel kommen können mit besseren Angeboten. Wir wollen wieder mehr Großstädte an den Fernverkehr der Bahn anbinden, beispielsweise auch hier Heilbronn. Wir wollen stillgelegte Bahnstrecken reaktivieren, damit die Bahn wieder in die Fläche zu den Menschen, auch in den ländlichen Räumen kommt. Wir wollen Nachtzüge auf europäischer Ebene, die europäische Metropolen miteinander verbinden. Nachtzüge sind ein Stück Reisekultur. Sie sind aber auch Klimaschutz. Sie vermeiden lange Autofahrten, sie vermeiden Kurz- und Mittelstreckenflüge und sind damit ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz. Genauso müssen wir rauskommen aus den Sonntagsreden, von wegen, wir wollen Güter auf die Schiene verlagern. Das sagen alle, aber wir wollen es auch machen und wir haben auch konkrete Ideen. Mehr Gleisanschlüsse in Industriegebieten beispielsweise, Terminals, um Container vom LKW auf die Bahn verladen zu können und tatsächlich diese schier endlosen LKW-Kolonnen auf den Autobahnen Schritt für Schritt entsprechend kürzer zu machen. Damit es alles funktioniert, brauchen wir zwischen den Verkehrsträgern einen fairen Wettbewerb. Und wir brauchen den Abbau ökologisch schädlicher Subventionen. Warum verzichtet der Staat jedes Jahr auf 7 oder 8 Milliarden Euro an Steuereinnahmen aus der Dieselsteuer? Warum subventioniert der deutsche Staat Regionalflughäfen, die schon vor der Corona-Krise nicht wirtschaftlich arbeiten konnten? Warum lassen wir es zu, dass auf deutschen Straßen Lkw-Fahrerinnen und Fahrer für Löhne ab 1,80 Euro unterwegs sind, wochenlang unterwegs sind, in der Fahrerkabine nächtigen müssen? Das ist menschenunwürdig und es ist auch kein fairer Wettbewerb zur Bahn, weil bei der Bahn gibt es durch starke Gewerkschaften und eine hohe Tarifbindung solche schlimmen Arbeitsverhältnisse zum Glück nicht.
Ihr seht, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben die Ideen, wir haben die Konzepte, Verkehre von der Straße und auch vom Luftverkehr auf die umwelt- und klimafreundliche Schiene zu verlagern. Wir wollen Mobilität mit Bus und Bahn für alle finanzierbar, leistbar und natürlich auch barrierefrei. Und es ist uns klar, dass wir nicht alle Verkehre auf Bus, Bahn oder auch Fahrrad verlagert kriegen. Wir haben Strecken, wir haben Anlässe, wir haben ländliche Räume, wo das noch nicht oder auch so schnell nicht sein wird, aufs Auto verzichten zu können. Aber wir brauchen andere Autos. Die brauchen wir, weil wir Autos auch in Zukunft exportieren wollen und sich auf den Nachfragemärkten, von denen unsere Automobilindustrie abhängig ist, die Nachfrage auch verändert in Richtung klima- und umweltfreundlicher Fahrzeuge. Und wir brauchen das, um die Klimaziele auch bei uns einhalten zu können. Der Verbrennungsmotor ist weitgehend zu Ende entwickelt. Der elektrische Antrieb hat aber noch Entwicklungspotenzial und genau da wollen wir entsprechend ansetzen, die Dinge zu ändern. Dafür, sowohl für die Elektromobilität auf der Schiene als auch dort, wo notwendig auf der Straße, brauchen wir die Energiewende. Deswegen ist es gut, dass wir in Baden-Württemberg in dem Sondierungspapier den schnelleren Kohleausstieg, mehr Solardächer und mehr Windräder vereinbart haben. Und das brauchen wir auch auf Bundesebene. Wir brauchen dort höhere Ausbauziele. Das muss ein ganz, ganz wichtiges Ziel für uns auf Bundesebene sein. Dafür möchte ich mich auch weiterhin im Bundestag einsetzen, für die Verkehrswende, bessere Mobilitätsangebote, auch für die weitere Unterstützung der Arbeit von Winne hier in Baden-Württemberg. Von Baden-Württemberg kann ein Signal ausgehen, das Signal, dass wir als Grüne auch auf Bundesebene die Nummer eins werden können.